Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Tour vom 10. Februar, das war ein Samstag, 2024. Es geht hier von Schwerte los. Ihr habt da vorhin sicher den schönen Parkplatz gesehen, da kann man kostenlos parken. Blöd ist allerdings, weil ich die Tour von roundabout 43 Kilometer von Schwerte aus gestartet habe. Also ich wollte mit dem Zug von Schwerte bis nach Welfer fahren. Also, hier nochmal jetzt die Karte eingeblendet. Die eigentliche Fahrradtour ging dann von Welfer los. Das liegt zwischen Hamm und Soest. Und geht dann auf einer ehemaligen Bahntrasse bis nach Unna. Und von Unna bin ich dann zurück, auch teilweise auf dem Ruhrradweg, zurück wieder zum Ausgangspunkt geradelt. Ja, ihr seht hier zwischendurch, ich musste mich jetzt hier so eine kurze Strecke von dem Parkplatz, wo ich geparkt hatte, mit dem Auto durchschlagen, um bis zum Bahnhof von Schwerte zu kommen. Ja, das war jetzt hier nicht ganz einfach, wie ihr hier im Bild seht, weil die Durchfahrt hier für Fahrradfahrer in der Fußgängerzone von 9 bis 19 Uhr abends eigentlich gesperrt ist. Und warum das so ist, kann man auch sehen. Direkt hier vor mir ist hier ein ziemliches Gewusel. Und eigentlich sollte man dann wirklich Rücksicht nehmen auf die Fußgänger. Aber da das ja viele Radfahrer nicht tun, ist das immer eine schwierige Sache. Also deswegen gibt es wahrscheinlich dann eben das generelle Durchfahrtverbot während der Geschäftszeiten. Okay, ich bin jetzt hier aber auch weiter unterwegs in Richtung Bahnhof. Ihr seht, hier ist jetzt massig viel Verkehr bzw. dicke Busse. Gott sei Dank hier mal wieder ein Fahrradstreifen. Ja, wie gesagt, ich habe mir ja die Durchfahrt in der Fußgängerzone ausgesucht, auf die Gefahr hin. Ich wusste das ja nicht, dass es da für Fahrradfahrer leider gesperrt ist. Aber ich wäre da, hätte da auch zur Not geschoben. Von daher, beziehungsweise habe ich ja dann auch, weil da so viel Betrieb an einer Stelle war. Aber so ist das. Nicht jeder Radfahrer nimmt dafür oder entsprechend darauf Rücksicht. So, ich bin jetzt hier auch am Bahnhof Schwerte angekommen, am Hauptbahnhof. Und werde jetzt mal sehen, ob das jetzt innen mit dem Aufzügen auch klappt. Nach der vorherigen Recherche, die ich gemacht habe. Man kann ja im DB-Navigator gucken, ob die Aufzüge, die man benutzen muss, zu den jeweiligen Gleisen, die man vorhat zu benutzen oder von denen man abfahren will, kann man nachschauen, ob da die Aufzüge A, erstens vorhanden sind und B, ob sie dann auch im Betrieb sind. Zum Glück war hier jetzt schon mal wenigstens eine Rampe, die ich natürlich dann auch genutzt habe. Hätte man vielleicht auch ein bisschen einfacher markieren können für den barrierefreien Zutritt. Ja, und hier muss ich jetzt zum Gleis 4 in den Aufzug. Jetzt bin ich hier auch drin. Und ich muss allerdings sagen, das war ganz schön knapp mit meinem Bergamont-Fahrrad. Also das hat gerade so wirklich eben gepasst. Also ich musste das Rad auch schon schräg, also diagonal in den Aufzug stellen. Und also wie gesagt, das war von der Länge her wirklich schon, ja, ziemlich knapp. Naja, aber so ist das. Schlimmer geht es immer. Deswegen will ich mich jetzt auch nicht beschweren. Wie gesagt, es hat ja funktioniert. Ja, und hier musste ich, der Lokführer hat mir eine laute Durchsage gemacht. Ich sollte ins hintere Ende zum Zug gehen, da wäre mehr Platz. Habe ich dann auch gemacht, auf die Gefahr hin, dass der einfach die Türen zumacht und losfährt. Hat er aber nicht gemacht. Und hier bin ich jetzt auch schon in Welfer, mit V in der Mitte geschrieben, angekommen. Ja, und das nächste Problem war dann eben schon hier direkt wieder. Ne, ihr seht es ja, kein Aufzug. Aber da war wenigstens rechts auf der Seite eine betonierte Rampe.
Ob die jetzt wirklich für die Fahrräder gedacht war, wahrscheinlich eher nicht, weil der Platz oben vom Lenker, da war nämlich der Handlauf. Und also ich musste das Rad schon etwas schräg halten, damit ich da überhaupt dran vorbeikam. Ich denke mal, dass diese glatte Rampe, die da an den Treppenrand war, eigentlich für, ja, was wird es wohl gewesen sein? Ich denke mal für Einkaufstrollis oder, ja, oder Tretroller. Ich weiß es nicht, was man sich dabei gedacht hat. Naja, gut, aber das Problem, wie gesagt, war mir ja bekannt aus dem DB-Navigator. Ich hatte mir da schon angeschaut, dass in Welfer eben nicht barrierefrei vom Bahnsteig runterzukommen ist. Von daher hatte ich mir sowieso schon eingeplant, das Fahrrad auf der Treppe einfach runterzurollen, weil also 40 Kilo und immer Taschen abmachen und selbst dann hat das Fahrrad ja ein betriebsbereites oder beziehungsweise fahrbereites Einsatzgewicht von immerhin roundabout 28, 29 Kilo. Und das macht wirklich auch keinen Spaß, das dann runterzutragen. Wobei runter immer noch leichter ist als rauf. Aber ihr seht, jetzt bin ich hier schon auf Tour. Vom Bahnhof aus ging es dann erstmal ein bisschen an der Straße lang. Aber ihr seht, es gab dann auch Radwege. Und ja, endlich wurde es dann auch ein bisschen ruhiger langsam, obwohl rechts, links noch die Landstraße ist. Aber dann biege ich ja jetzt hier auch ab und ich habe mir den Weg so ausgesucht, dass ich hier so ein bisschen übers Land fahre. Also diese gut, zumindest halbwegs, ja, hier ist es jetzt ein bisschen, ja, mit Flickenteppich und tralala, ne? Mal so ein Zwischenweg hier, der die Feldwege hier für die Bauern wahrscheinlich sind, dass die schon asphaltiert sind, ist ja schon bombig gut. Ja, schade ist eben, dass die diese ehemalige Bahntrasse, auf die ich jetzt zusteuere, die also von Welfer mal bis nach Unna ging, hier ja, diese Stelle fand ich also auch saugefährlich. Ich meine, gut, ja, man kann es relativ weit einsehen, aber ich denke mal, es ist Landstraße und ich weiß nicht, ob da 100 erlaubt ist. Einheimische werden es wissen. Ja, hier mal eine Aufnahme, die immer sehr aufwendig sind, selber zu machen, mit so Vorbeifahrten. Das hält einen nämlich auch zeitlich immer ziemlich auf, aber da ich jetzt hier dieses Marathonschild und hier das Kaffee-Ausflugslokals-Hinweis sowieso filmen wollte, weil ich mal gespannt war, wann da denn der Abzweig kam. Also wie gesagt, ne, das ist wie gesagt sehr schade, dass eben die Bahntrasse da nicht bis nach Welver rein weitergeführt wurde. Also man muss da wirklich leider dann zickzack fahren und an der Straße, an der vielbefahrenen und ja, ist nicht so schön, ne? Warum man dann diese letzten Teilstücke dann nicht auch wirklich mal zu Ende führt, ich weiß es nicht. Naja, gut, ich bin jetzt hier auf der Bahntrasse, wobei hier auch ein ziemlich langes Stück eigentlich gar nicht auf der Bahntrasse verläuft, wie ihr seht. Ne? Ihr seht jetzt hier den Blick in die Botanik, also quasi hier Ackerbau und Viehzucht. Ja, und wie ihr seht, hier auch noch Flächen teilweise überschwemmt. Das sind so tatsächlich dann noch die Überbleibsel, weil wir ja so viel Regen hatten, wie selten zuvor in einem Winter. Also da sieht man wirklich jetzt links auch noch da die großen Wasserflächen, wie das Wasser auf den Feldern steht. Ja, ganz schlimme Sache natürlich auch für die Bauern und ja, nicht sehr schön. Ja, wie gesagt, hier eben links neben der, also in meiner Fahrtrichtung links neben der eigentlichen Bahntrasse, warum er es da nicht wieder geschafft hat, die Bahntrasse fertig zu machen, weil wollte man sich wahrscheinlich das Geld sparen, weil die Straße wahrscheinlich eh vorhanden war, aber dann endlich geht es auch wieder auf die Bahntrasse, auf die ehemalige, weil ich finde das auch landschaftlich immer viel schöner.
man hat dann auch rechts und links, wie ihr seht, hier Bäume und Grün und ist dann wirklich auch für sich, als wie auf so einer blöden, wenn auch wenig befahrenen Ackerbau- und Viehzucht-Zufahrtsasphaltierten Straße oder wie auch immer man die jetzt nennen will, Wirtschaftswege, asphaltierte Wirtschaftswege heißen die, glaube ich, keine Ahnung, wie die Fachleute nennen. Also ich finde so Bahntrassen einfach immer wirklich viel, viel besser. Na, ihr seht, rechts und links ist grün, beziehungsweise jetzt natürlich noch nicht. Aber wenn es denn mal soweit ist, ne, immer schöne Sache. Auch so ist es schon schön, weil man einfach für sich ist und mit dem Autoverkehr nichts an der Brause hat. Außer natürlich die entsprechenden Kreuzungsstellen, die es natürlich auch schon zu der Zeit gab, als hier noch Züge gefahren sind. Das waren dann natürlich immer so ein bisschen kritische Sachen mit den, wie hier jetzt, ne, dann eben, wo die entsprechenden Bahnübergangssicherungen stattfinden mussten mit Blinklicht, mit Schranken oder was weiß ich. Also derer sind hier natürlich viele, weil es sicher auch eine Nebenbahn war. Ja, blöd war eben, wie gesagt, die Anfahrt von Schwerte. Das ging dann über Hamm und von Hamm, da muss man wieder umsteigen. Hier übrigens rechts und links schön die Schneeglöckchen. Ich habe noch nie so viele Schneeglöckchen an einer Bahntrasse gesehen. Ja, jetzt werde ich da sagen, habe ich auch schon auf anderen Bahntrassen gesehen. Okay, ich habe es jedenfalls noch nicht persönlich gesehen. Wahrscheinlich fahre ich immer zur falschen Zeit. Ja, und hier war dann tatsächlich auch der Hinweis, jetzt geht es hier links ab zu dem besagten Café, was da ausgeschildert war. Aber natürlich bin ich da jetzt nicht hin. Ich denke mal, das wird jetzt auch noch nicht offen haben. Hier der Blick in die Richtung, wo es lang geht, zu dem Café. Ja, und hier kann man sogar auch parken. Tja, also wie gesagt, ich finde Bahntrassen einfach immer toll. Und selbst wenn eben auch Straßenquerungen sind, wie jetzt hier auch wieder, ne? Deswegen sind die auch mal wieder drin. Manche muss man sogar stoppen als Fahrradfahrer auf dieser Bahntrasse. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Das fand ich also ganz schlimm. Ja, hier übrigens eine Werkstatt für Fahrräder. Da rechts die blaue Säule und links war ein Spielplatz. Ist hier übrigens auch eine ehemalige Haltestelle. Ich konnte jetzt nicht so genau entziffern, wie die heißt, deswegen ich bin mal abgestiegen, aber konnte es trotzdem dann nicht so richtig lesen. Ja, da rechts auch noch ein Formsignal oder ein Signalmast, den man erhalten hat von diesem Bahnhof. Ja, weiter geht's jetzt immer in Richtung Unna und mal, wie gesagt, so ein paar Eindrücke. Ja, schade ist natürlich oder für manch anderen vielleicht schön. Wobei eben durch solche Straßenquerungen wiederum dann nicht so schön für die, die mal richtig brettern wollen oder richtig schnell fahren. Ich denke mal, diese Trasse hier ist, die hatte ich ja schon sehr lange auf der To-Do-Liste, aber weil die immer einfach da bei Welfer im Nirvana beginnt und man da eben wirklich nur einfach so, wenn man die mal fahren möchte, mit dem Zug hingelangt und dann auch noch das Problem mit dem mit den Treppen, darum habe ich es auch ausgesucht, so rum zu machen, weil so brauchte ich das Rad nur die Treppen runterrollen lassen im Notfall. Ja, und hier jetzt kurz vor Unna, so 2 Kilometerchen, hat man dann es fertig gebracht, so eine blöde Umfahrung zu machen, weil man wieder mal beziehungsweise 2 Brücken weggelassen hat. Und der Bahnübergang hier, toll, ganz toll. Ja, wie ihr links gesehen habt, hier endet der Fahrradweg und dann hier für das kurze eigentliche Stück hier über den Bahndamm, da muss man dann ohne Radweg auskommen. Ziemlich kacke, würde ich sagen. Nicht gut. Davor und dahinter ist dann wenigstens wieder der Radweg, aber schön ist das wirklich nicht, ne? Und die Umfahrung ist auch wirklich nicht sehr schön, weil man auch ja, Strecke
Ich weiß nicht, ob es 500 Meter oder wie viel da zusammenkommt. Ja, hier rechts und links seht ihr eigentlich den Damm, wo dann auch eine Brücke wiederum fehlt, weil rechts seht ihr eigentlich diese ehemalige Bahntrasse, den Damm. Und ja, das ist schon ärgerlich, ne? Dass immer einfach Brücken abgerissen werden, weil man keinen Bock hat, die zu pflegen und für die Kommunen und Gemeinden ja natürlich nur ein Kostenfaktor ist, weil man muss die ja in Schuss halten und instand setzen und whatever. Wobei, man sieht ja auch hier so eine Holzbrücke, es geht, ne? Es geht alles, ne? Man kann da auf pflegeleichte, nicht rostende Sachen, Stahl oder Aluminiumbrücken gibt es auch schon mittlerweile einsetzen, und dann ist das mit der Pflege und ja, gut, man musste natürlich immer mal wieder prüfen lassen von irgendwelchen Prüfern da, ne? Genauso wie die jetzt allseits so viel bekannten Prüfungen, wo dann festgestellt wird, dass so viele Brücken morsch sind, gerade für den Autoverkehr. Gut, die muss man dann halt natürlich durchführen, aber dass da dann ständig irgendwie die Brücken morsch werden, das glaube ich dann eher nicht. Ja, jetzt wird es auch wieder ein bisschen doof. Jetzt bin ich hier schon ziemlich kurz vor Unna und ja, hier ist dann Ende Gelände mit der schönen Bahntrasse. Ist natürlich dann ein bisschen doof, muss man auch hier wieder umfahren, weil man hier rechts eigentlich die Bahntrasse, die da weiterging, nicht weiter ausgebaut hat. Ist halt immer ein bisschen schade, dass man das nicht in die Hand nimmt und realisiert und umsetzt. Ich habe das Stück jetzt hier mal ein bisschen länger drin gelassen, damit ihr mal seht, wie blöd jetzt hier die Streckenumfahrung ist, was man da jetzt wieder für einen Umweg in Kauf nehmen muss. Das ist immer schon sehr lästig, vor allen Dingen für Berufspendler, weil man da zusätzlich Strecke hat. Ja, jetzt hätte ich da links eigentlich weiterfahren müssen. Leider kein Hinweisschild, dass hier rechts jetzt eigentlich kein Radweg ist. Auch immer ein bisschen blöd, aber gut, ne? Ich bin da ja ein bisschen schmerzfrei. Ja, dann hier habe ich die Seite gewechselt auf dieser langen geraden Strecke und bin dann doch auf diesen ausgewiesenen Radweg ausgewiesen. Und dann war es auch schon wieder vorbei, weil ich hier... Oh, ja, wie man sieht hier, großes Schild, Fahrradstraße. Naja, das hat auch immer so, ist auch immer so eine Sache für sich mit den Fahrradstraßen oder die als solche ausgewiesen sind. Aber so what. Ja, ich bin dann nur ein kurzes Stück, habe mir wieder einen Schleichweg durch einen Park ausgesucht. Aber tatsächlich ist der jetzt auch wirklich freigegeben für Radfahrer. Ja, und okay, ich habe jetzt gerade mal geguckt. Das nennt sich hier der Kurpark von Unna. Ja, sicher im Sommer, beziehungsweise wenn alles hier begrünt und blüht, also die Bäume belaubt und schön grün sind, dann dürfte das hier sicher noch viel schöner sein. Ihr seht, irgendwas war da mit Hunde auf dem Schild. Ich kann das jetzt nicht so gut auf dem kleinen PC-Bearbeitung, Schnittbearbeitungssoftware hier sehen. Ja, also ich fand das hier ganz prima, ne, dass man hier so fast bis zur Fußgängerzone von Unna eigentlich durch so einen schönen Park radeln konnte. Aber ihr seht jetzt hier vor Kopf gerade hier die Querstraße, aber immerhin auch ein toll orange, rot oder wie auch immer man das nennen will, von der Farbe angepinselten, aufgemalten Radweg. Und dann muss ich auch schon wieder abbiegen. Also von Ende des Parks bis zum, ja, bis zur Unterführung am Bahnhof sind so knapp 1 Kilometer. Hier ist auch nicht immer so ganz klar, wo es jetzt eigentlich radwegstechnisch lang geht, weil zuvor war es eine Fahrradstraße. Naja, das ist alles nicht immer ganz so einfach anscheinend. Aber was soll's. Ja, und dann natürlich mal wieder Murphys Gesetz, oder beziehungsweise in Deutschland sind immer mehr Baustellen, aber keine werden wirklich fertig. Irgendwie hat man das Gefühl, die Arbeiten
Naja, aber gut, ich kenne die hier nicht, die Baustelle, aber da kommt mir immer so ein bisschen, ich habe jetzt hier mal so kurz in Zeitraffer, weil ich musste dann, beziehungsweise bin dann abgestiegen, wie sich das gehört und wie die das wollten. Ab hier ist es wieder Fahrradweg, beziehungsweise ihr seht ja sogar aufgepinselt mit dem Gegenverkehr, aber weil das so unübersichtlich ist, manche Leute schneiden ja auch so Kurven gerne, ne, mit dem Fahrrad. Das finde ich dann immer gar nicht so gut. Ja, hier bin ich jetzt schon, hier links, die eine große, schöne Kirche. Man ist dann hier schon in der Fußgängerzone. Ich meine, ich hatte da vorhin auf dem Schild auch geguckt, dass man hier mit dem Rad durchfahren darf. Aber Asche auf mein Haupt, falls ich mich irre, könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben. Ja, hier ein schöner Platz eigentlich, den fand ich sehr schön. Ob das jetzt hier der Marktplatz ist, wie auch immer, kann ich jetzt nicht sagen. Müsste ich jetzt gucken im Google Maps, ob ich es jetzt so schnell gerade finde. Auf jeden Fall, ich fand, ja, hier steht es, Marktplatz der Stadt Unna. Hier sind so ein paar schöne Cafés, auch noch ein bisschen Fachwerk und ein bisschen fast so historischen Ortskern, Altstadt. Naja, aber gut, ich hatte nicht viel Zeit, deswegen die Tour habe ich jetzt auch ziemlich schnell mal eben lang geradelt, weil ich wieder mal relativ spät dran war, dann hatte auch noch ein Zug Verspätung, dann musste ich gucken, welchen nächsten Anschlusszug ich bekomme. Ja, ihr wisst ja, ne, das ist immer schwierig mit der DB und Pünktlichkeit, naja, brauchen wir nicht großartig, glaube ich, lange drüber zu diskutieren. Das Problem kennen wir ja mittlerweile alle. Ja, hier die Straßenführung auch ein bisschen ja, merkwürdig, weil da war links ein aufgepinselter Radweg, aber das war, ich habe mir das in Google Maps mal Street View mäßig angeguckt. Das war extra für die Radfahrer aus der anderen Richtung. Ja, hier dann eine schöne Brücke, beziehungsweise ja, zur Überquerung der unten drunter befindlichen ja, breit ausgebauten Straße, nennt sich Südring hier in Unna. Ja, wie gesagt, ihr wisst ja, ihr seht hier jetzt auch wieder toll, orange, rot, wie auch immer die Farbe genannt werden mag oder möchte. Ich suche mir ja immer irgendwie Wege, die möglichst ja, wenig befahren sind. Ich weiß nicht, ich habe es glaube ich schon zigmal gesagt. Deswegen ist für mich immer die Planung, es macht mir auch immer sehr viel Spaß eigentlich, auch wenn es sehr aufwendig ist. Und ja, aber es lohnt sich. Ne? Ihr seht ja, das ist dann hier auch schon wieder so ein schönes Gebiet von irgendeinem Bächlein. Müsste ich jetzt gucken. Bornekamp hier geht es dann lang. Das scheint alles so. Ja, Freilauffläche für Hunde gibt es hier. Bornekamp Park. Das ist da an der Autobahnunterführungsbrücke und. Und dann geht es hier, glaube ich, auch immer irgendwie irgendein Bächlein lang. Naja, aber dann muss ich auch dann abbiegen. Und ja, so ein bisschen muss ich mich dann doch irgendwann später auch durch irgendein Dörfchen durchschlagen, eine Örtlichkeit. Ja, und leider habe ich auch später, das kann ich jetzt schon mal verraten, auch dann irgendwo den Abzweig verpasst. Ja, ich habe die Komoot-Tante, sage ich jetzt immer mal, ne? Also die Dame, die da immer so schön spricht. Hier noch konnte man schön die Sonne hinter dem etwas Schleier verschleiert sehen, aber trotzdem schön. Ja, den gelben Radfahrer da vorhin. Der hat mich so ein bisschen angesprochen, der fuhr ziemlich schnell, aber ich glaube, der wollte dann da links auf der Bank sein Päuschen machen. War ja auch ein schöner Aussichtspunkt. Ja, hier jetzt, wie gesagt, ein kleines Örtchen, kurz durch. Nichts Weltbewegendes, nicht viel los, von daher
ziemlich easy alles. Und an dieser Stelle war es auch ein bisschen tricky, weil der Radweg dann da ganz steil begann. Also da war eine richtige Rampe. Ihr seht ja, rechts war dann die Straße tiefer, habe ich erst gar nicht gesehen. Ja, da war ein Ortsausgangsschild, kann ich jetzt nicht lesen. Auf jeden Fall geht es hier dann am Friedhof, jetzt muss ich mal kurz gucken, Bilmerich vorbei. Der war da auf der linker Hand quasi. Ja, jetzt bin ich hier auch schon auf dieser, ja, es ist halt leider ein Stückchen Landstraße dabei. Ja, und hier hätte ich gerade ausfahren müssen. Da rechts jetzt quasi, also nicht hier der abknickenden Landstraße. Scheiße, na? Jetzt bin ich hier falsch. Ja, ach, genau. Dickes Ei. Ja, da fiel es mir dann ein, wie die Schuppen, wie vom Auge oder wie sagt man da, gibt es so ein Sprichwort. Aber ich habe dann kurz auf Komoot drauf geguckt und habe gedacht, shit happens, komm, fährst du jetzt weiter, weil die Abfahrt war so schön. Ja, das ist dann ein kleiner Umweg und leider eben dann auch ein bisschen. Hier rechts wäre ich übrigens dann runtergekommen, also von rechts da. Ja, ich habe es dann schnell abgeradelt, weil ich nicht war, vielleicht einen halben Kilometer mehr oder einen Kilometer. Shit happens, was soll's. Ja, dafür dann hier wieder schöner Radweg, von daher alles gut. Ich glaube, da war zur rechten Hand das Truppenübungsplatzgelände. Oh, kann man hier in Komoot keinem richtig, nicht richtig wirklich lesen. Hengsen Opperdicke, Standort Übungsplatz. Okay, Raketenstellungen. Aha. Flugabwehr, Raketen, Bataillon 21 Raketen. Naja, bla 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 etc. Ja, ich bin dann auch schon hier jetzt über die Ruhr geradelt. Hier seht zur Linken ordentlich viel Wasser drin. Und jo, jetzt geht es hier ein Stückel quasi auf dem Ruhrradweg entlang. Bin jetzt hier so ungefähr bei geradelten 34 Kilometer plus minus ein paar. Und jo. Ja, man sieht hier, also ich sag mal so, im Grünen, also wenn alles blüht und schön grün ist, ist natürlich toll. Und vor allen Dingen im Frühling, da ist es auch noch gut, denn das Folgende, was ich jetzt damit meine, ist, man hat natürlich jetzt mal einen etwas freieren Blick. Ne? Ja, hier links geht's zur Bio, zum Biohof, kann man sich was holen, wenn dann offen ist. Leider war ja Samstag und naja, da war dann schon wieder zu. Ja, ich musste mich jetzt auch sputen. Übrigens hier ziemlich doof gemacht, ne? Diese Sperren, ne? Da muss man wirklich die mühselig, also eigentlich hätte man erst vom Rad absteigen müssen. Jetzt hier ging die jetzt auch noch nach innen auf, die andere ging ja in meine Fahrtrichtung auf. Ihr seht, ich muss die jetzt hier gegen. Das ist immer blöd mit dem Absteigen, mit dem Fahrrad. Mit dem Mittelholm, den man da hat, ne, das ist immer ziemlich lästig. Und deswegen bin ich eigentlich so ein bisschen getippelt auf dem Rad. Ne? Ich bin da nicht abgestiegen, hatte ich keinen Bock. Ja, hier auch wieder eine Schranke, aber Gott sei Dank, da kann man ja noch gut, ganz gut durchradeln. Ja, dann wieder hier so ein Shit-Happens-Stück, was man nicht wirklich braucht. Ja, und auch kein aufgepinselter Radweg. Blick mal wieder nach links in die Ruhr. Ihr seht, mächtig breit das Flüsschen. Und dann geht es auch wieder links ab hier von dieser blöden Landstraße entlang direkt neben der Ruhr. Ja, also dieses Stückchen hier bin ich ja schon auf anderen Touren längs geradelt, von daher ja, kann dich da auch schon so Streckenabschnitte
Ihr wisst ja, ich habe ja in meiner Videoübersicht, findet ihr den Ruhrtal-Radweg, habe ich in, ich glaube, ich weiß nicht, vier Filmetappen gemacht. Hier links übrigens schöner Unterstand. Und dann wird es auch schon langsam dunkel, wenn man sich hier so um die Jahreszeit zwischen 17 und 18 Uhr bewegt. Und irgendwie habe ich immer keine Lust, so im Dunkeln dann anzukommen und wieder das Rad einzuladen. Also wie gesagt, ihr findet dann da in meiner Videoübersicht den Ruhrtal-Radweg. Da ist das Logo dann auch im Video zu sehen. Ja, wie gesagt, das Stückchen ging hier dann circa 10 Kilometer ab der ersten Ruhrtal-Brückenüberquerung, die ich auf meiner Tour hatte, dann von dort aus, waren ja so roundabout 43, 44 Kilometer von dort aus, also insgesamt dann, und ab da, wo ich auf dem Ruhrtal-Radweg traf, waren es dann eben noch 10 Kilometer. Ja, ich bin jetzt gleich wieder an meinem Parkplatz. Würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo natürlich von euch sehr freuen. Und ja, ich sag mal Winke Winke, macht's gut, bleibt gesund und habt Spaß beim Nachradeln. Also, Winke Winke und tschüss.